Es ist mal wieder Zeit für Funfair-Blog, eine Art Videoblog über Freizeitparks und Kimmels. Heute geht es mit Vanessa zum ersten Mal für uns nach Rookburg ins Phantasialand. Tourtag Nummer 4. Fly away. Er erlebt unter anderem hier in diesem Video unsere ersten Eindrücke von der neuen Themenwelt Rookburg. Wie fährt sich die neue Achterbahn Fly? Kleine Kuchen schmecken besser als große Kuchen. Was hat Vanessa in ihrem Rucksack? Und natürlich darf auch eine Seemann-Attraktion nicht fehlen. Zusätzlich zeigen wir euch unsere Luftfahrerkabine im Hotel Charles Lindbergh und unser Zimmer im Hotel Lingbao. Unfassbar, oder? Also bleibt dran, wenn ihr furchtlose Entdecker seid, und bis gleich. Abschuss! Abschuss. Jawoll! Willkommen zurück und herzlich willkommen hier in Brühl. Endlich mal wieder sind wir im Phantasialand. Unfassbar, oder? Und das hat natürlich auch einen Grund. Weil wir noch lange nicht mehr da waren. Weil wir sind jetzt hier. Wir nächtigen heute hier, Lars. Ist das nicht unfassbar? Kommt mal, wo wir sind. Hier, vor dem Lindbergh hier. Vom Lindbergh. Oh, ich freue mich schon richtig doll. Wir gehen gleich rein. Ja. Sieht schon. Warten noch ein bisschen, weil das Beste kommt immer zum Schluss. Und dann das Beste stellen wir kommt immer kurz zum an. Und dann geht's schon los. Oh, bin ich schon sehr gespannt, auch wie das alles aussieht, Luftkabine etc. pp. Also wir werden jetzt erstmal einchecken, weil da sind noch die Eintrittskarten mit drin. Und ich denke mal, aufs Zimmer können wir erst, weiß was ich, 15 Uhr oder was, werden wir sehen. Ja, aber wir können vielleicht ja schon auf diese Plattform, auf die Aussichtsplattform. Oh, vielleicht können wir auf die Aussichtsplattform. Da müssen wir unsere ersten Eindrücke, würde ich gerne ganz gerne aufnehmen. Wir haben es ja alles noch nicht live erlebt. Und, ich mache gar keinen Eindruck. Ich mache keinen Eindruck. Nein. Also da bin ich schon echt gespannt. Ich freue mich richtig toll, das sieht hier schon schön aus. Ich könnte auch hier draußen schon schlafen. Oder da oben auf dem Balkon. Ja, also, ja. Kleiner. Ist der Wahnsinn hier schon, ne? Echt Hammer, ja. Was also hier immer hingezimmert wird, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wahnsinn. So viele da hinten Details sieht man wieder, noch Hotel Matambo, oder wie heißt es? Matamba. 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 Ja. Wir sind ja zwei Nächte hier. Einmal hier im Charles Lindbergh Hotel und dann nochmal im Hotel Lingbao. Lingbao. Wir sind einen Tag drehen hier und einen Tag haben wir Pause. Ja, einen Tag machen wir Urlaub, da kommt ihr nicht mit. Genau. Ja, einfach mal auch mal ein bisschen genießen, dass wir hier sind. Einfach mal ein bisschen genießen. So, atmen mal durch. Und jetzt gehen wir rein. Und jetzt gehen wir rein. Ich bin so aufgeregt. Lieben Leute, ich weiß gar nicht, wo ich hinfilmen soll. Ich habe gar keine Ahnung, wo die Bahn herkommt. Ist alles voller Schienen hier. Ich höre sie doch schon wieder. Wo kommt sie denn? Oh, unten kommt sie jetzt. Das scheint auch eine richtig lange Fahrt zu sein, ne? Eine längste. Was? Da schießt sie ab, glaube ich. Oh nein, da müssen wir noch mal hin. Da müssen wir hin. Wir sind noch nicht mal, wir sind am Check-in. Wir können schon hier bei diesem kleinen Vorzimmer hier noch eine ganze Weile bleiben. So, wir checken jetzt mal eben ein. Ich mache noch ein paar Fotos für euch. Und dann hören wir uns gleich. Wir gehen jetzt, wir haben eingecheckt und jetzt gehen wir in den Themenbereich das erste Mal. Das ist so eng. Gucken wir mal ganz nach oben. Oh, guck mal hier. Oh, wo ist sie denn? Da! Weg ist sie! Da war sie! Da war sie!
Wir haben so eine tolle Mappe noch bekommen, die zeigen wir euch ja später alles. Weil wir müssen uns erstmal. Achso, wir können die Masken, weiß ich jetzt gar nicht. Können wir die abnehmen? Ist egal. Das sind die ersten Kabinen. Guck mal hier mit so einem Drehding. Oh, ach, die Lampen sind geil, ne? Hast du die Lampen schon gesehen? Oh, guck dir mal dieses große Plakat an. Hammer, oder? Wahnsinn. Also, ich glaube, hier brauchen wir schon den ganzen Tag. Ich glaube, hier brauchen wir schon den ganzen Tag zum Drehen. Oh, hier ist eine Bank. Oh. Vanessa, komm schnell. Komm schnell. Oh, warte mal. Oh. Guck dir das an. Wahnsinn. Oh Gott. Alter. Wahnsinn, guck dir das an. Also das, ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Ich weiß gar nicht. Wo? Ich weiß nicht, wo die Bahn ist. Alter. Also, sprachlos, ne? Ja. Wie plant man denn sowas? Wie fängt man denn an zu planen? Bei der Achterbahn und alles drumherum? Ja. Und dann muss man ja wissen, wo die Q-Line ist. Und der Bahnhof hier ist ja so viel. Dann noch Restaurant, Hotel drumherum, alles um diese ganzen Schienen drumherum. Ja. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Kann man da auch hingehen? Nee, bei der Brücke glaube ich nicht. Nee. Dann fall ich noch runter. Ja, so. Ach, das ist ja der Wahnsinn. Ja. Glaube ich ja nicht. Wir müssen uns ein bisschen verkraften erstmal. Wir sehen uns später. Oh, ist das hier schön. Setz dich zu mir. Kaum hier, und schon war so überwältigt und kaputt. Ja, nicht kaputt. Hier ist ein schöner Platz. Hier ist wirklich schöner Platz, ja. Hier kann man abends Sterne gucken. Ja, können wir machen, wenn wir spazieren gehen. Ja, wir sind heute Abend noch hier. Ja, definitiv. Wir haben jetzt auch die letzten Abendtische genommen, weil wir brauchen immer länger. Ja, ich glaube, wir bleiben nur im Nussburg heute. Ja, das kannst du haben. Und morgen? Also, ich gehe vorher nirgendwo anders hin. Nee. Wenn wir nicht alles hier abgefilmt haben. Jeden Krümel, jede Schraube. Alles. Alles. Ja. Weil das müssen wir schon ausnutzen. Das ist schon wirklich toll. Ab 15 Uhr kommen wir in unsere Kabine betreten. Das machen wir wahrscheinlich erst heute Abend, ja. Weil hier gibt es so viel zu entdecken. Es ist einfach wahr. Ach, wir müssen mal noch. Was wolltest du? Achso. Ich würde sagen, wir werden einfach dann erst in das Hotelzimmer einchecken. Also in das Hotelzimmer gehen, in dieses Kapselchen gehen. Und dann holen wir die Taschen. Das wäre ja Quatsch, das Geschleppe dann war. Lasst uns einfach zusammen dann in die Kapsel gehen heute Abend. Dann machen wir den anstrengenden Teil. Dann gehen wir schön speisen. Oh, freue ich mich auf alles. Freue ich mich. Es ist so schön hier. Wir müssen mal aufstehen. Wir müssen uns noch mehr angucken. 1, 2, 3. Oh, ich komme nicht hoch. So ein entspannter Platz. Schnell, schnell, schnell. Die Bahn kommt schon wieder. Wo ist sie denn? Oh, ich verliere noch mein Handy. So, aufpassen auf Handy. Hier ist alles gefährlich. Hier fliegt alles weg. Alles. Ich muss die Arme hochhalten, weil das Handy so vibriert. So nah ist das. So, wir müssen noch mal hier hinten filmen. Komm mit. Hier noch mal. Impressionen aus dem hinteren Bereich.
besten Erlebnissen. Ach, wir können nicht mehr reden. Die Audi-Musik. Da fährt sie wieder. Also hier passiert so viel. Einfach mal genießen. Einfach mal genießen. So schön. Deswegen fahren wir erstmal. Wir müssen jetzt fahren. Wir sind voll auf. Das Gute ist, dass wir die Quickpässe haben vom Hotel, weil wir ein Erlebniswochenende, wie heißt das, Erlebnispaket gebucht haben. Genau. Wie auch immer. Und da haben wir jetzt Quickpässe und können direkt mit Fly fahren, bevor es jetzt hier regnet. Ja, genau. Und heute soll es irgendwie noch regnen. Passt aber auch eigentlich ganz gut zu der Location hier. Ja. Wenn es neblig ist, regnerisch ist, dann kann man echt noch tolle Bilder machen. Aber wir wollen jetzt erstmal fahren, aber mit Fly. Hier. Ah. Jawoll. Ich bin auch noch nie so eine Achterbahn gefahren im Fliegen. Also nee. Im Fliegen. Wie auch immer. So ein Typ sind wir auch noch nie gefahren. Ist, glaube ich, auch ein Prototyp. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir fahren jetzt mal mit und wir sind sehr gespannt. Und danach melden wir uns, würde ich nochmal sagen. Danach melden wir uns. Genau. Ja. Alles klar. Gut, wir gehen jetzt rein. So. Das ist nicht, wo die Lautsprecher sind. Nee. Du weißt nicht, wo die Lautsprecher sind, aber das weiß ich auch, dass das nicht gewollt ist. Ja, nicht gewollt. Nicht gewollt, das dass man gewollt, die sieht. So, wir sind jetzt gerade Fly gefahren, das erste Mal für uns. Oh, war das schön, alles. Es ist, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also, kannst du nicht beschreiben, man muss einfach hier gewesen sein. Definitiv, ja. Alle Videos, alle Fotos beschreiben nicht mehr ansatzweise, wie es hier ist. Nee, gar nicht, nee. Wie also, gigantisch, ne? Ich fand ja auch erstaunlich, Achtung Spoiler, wenn du einsteigst und dann fährst du ja nochmal in so eine Halle rein, ne? Die riesig ist. Ja. Die riesig ist. Ja. Also da guckst du ja noch auf dem LED irgendwie noch Film oder was das ist. Ja, fast noch ein bisschen themenmäßig so. Ja. Themenmäßig so geguckt erstmal. Da wirst du abgeholt und dann geht's los. Da wirst du abgeholt. Aber richtig. Da wirst du abgeholt. Aber wie? Wir gucken hier immer noch. Ja. Es ist so viel zu. Ja, auch innen drin mit den Leuchten, ne, vor der Warteschlange. Ne? Jeder hat ja so eine kleine Leuchte und dann geht die irgendwie an, wenn du reingehen kannst oder was. Richtig der Hammer. Ja. Was fandest du denn am Mai? Achso, wir saßen Reihe 2. Reihe 2. Ich fand alles toll. Es war richtig schnell abgewickelt auch, also mit Einsteigen und so. Und es geht ja direkt los. Du sitzt da nicht ewig, bis alles fertig ist. Es geht direkt los und es geht zügig und flüssig los. Die Bilder. Wie auch immer das gemacht ist, ich habe keine Ahnung, aber da siehst du dann noch bewegte Bilder aus dieser riesigen Halle. Ja. Der Abschluss, die Beschleunigung, dann nochmal später eine Beschleunigung. Ja. Auch die Musik, ne, perfekt, richtig schön laut, wie wir das mögen. Und da musst du wirklich die Arme so hoch machen, weil dann fliegst du wirklich. Ja, haben wir auch gemacht. Ja. Wir haben beide die ganze Fahrt, wo die wirklich lang ist, die wirklich lang ist, nach oben genommen und da hast du ja zwei Abschüsse und dann auch Überschlag und aber du weißt wirklich nicht, wo du bist. Gar keine Ahnung. Ja. Nee, nee. Du fliegst so knapp an dem Haus vorbei, also wirklich, als ob du dir so einen Paraglider auf den Rücken geschnallt hast und jetzt hier also mit Nebel. Doch, mit Nebel irgendwas und über den See irgendwie, keine Ahnung. Und du denkst, die Füße wären gleich nass. Also auf Millimeter gebaut. Das ist der Wahnsinn. Vielleicht können wir uns mal einmal kurz drehen, weil das hier ist auch so Wahnsinn. Ja, warte mal, wie mache ich das hier, ne? Wir drehen euch noch mal. Achtung, zentrieren. So, hier, warte, hier oben. Aber hier noch mal gucken, wo wir stehen. Warte mal. Allein die ganzen Requisiten, ne? Oder wie nennt man das? Ja, weiß ich nicht. Schaufelwagen. Oh, Nebel, geil. Wahnsinn! Jawoll! Also Hammer, ne? Absoluter Hammer. Und hier hinten einfach versteckt so ein kleiner Imbiss noch. Ja, so ein kleiner Imbiss. Ja, wir werden jetzt noch weitergehen. Ja, und da hinten ist auch die Toilette versteckt, sehe ich gerade. Das ist alles so geheim. Also du bist wirklich jetzt nicht mehr auf dieser Welt. Nee. Das ist gar woanders. Ja, auch überall so diese... Jawoll! Also hier passiert so viel. Alles so ein bisschen versteckt auch, ne? Aber ich haben wir schon tausendmal gesagt. Entschuldigung, wir sind so begeistert. Jetzt gucken wir, wir werden hier noch ein bisschen filmen wahrscheinlich. Ja. Wir melden uns.
Folge gewonnen. Wir wollen uns ja auch mal die anderen Sachen wieder angucken. Ja, genau, wir waren ja lange nicht mehr hier. Ja, wir haben noch ganz viel Zeit für Rundburg. Ja, ja. Jetzt aber allein auch das hier, ne, ist will schon... ich auch die anderen Sachen fahren. Ja, Kappa, genau. Taron, Black Mamba und... Und was alles, ja sonst noch so einfällt, die zwei Sachen eigentlich. Genau, genau. Wir kennen uns zwei Sachen hier. Ah, die Diskettchen. Ich freue mich auf alles. Ja, schon irgendwie habe ich auch ein bisschen Hunger, aber ich möchte erstmal was erleben. Ja, oh, hier Törtchen, das ist genau was bei uns hier. Der neue Törtchenladen, ne? Der nötige Törtchen, wollen wir da einen Kaffee trinken? Da trinken wir noch einen Kaffee und essen ein kleines Törtchen. Ja. Ich liebe ja kleine Kuchen. Ich liebe kleine Kuchen. Kleine Kuchen sind besser als große Kuchen. Wollte ich gerade sagen. Kleine Kuchen sind immer besser als große Kuchen. Oh, und hier ist plötzlich so Ruhe. Darf man die Sachen gucken überhaupt zwischendurch? Sieht schon toll aus, ne? Alles. Ja, wir können ja zwischendurch die Maske aufsetzen, wenn es ein bisschen voller werden sollte. Ja, genau. Was? Ja. Ja, ja. Auch hier, ich kann ja mal drehen die Kamera. Dann seht ihr das mal, wie schön, ne? Alles hier so aussieht. Ah, es ist schon cool, ne? Ist echt cool, ja. Ja. Naja, wir gucken mal. Weiter geht's. Das Phänomen, dass ich jetzt so furchtlos geworden bin in den letzten Tagen. Ja, Vanessa hat gar nicht geschrien, war ganz erstaunt. Ich habe nur so ein Ich sag auch immer wieder, also da das im Dunkeln stattfindet, habe ich da nicht so viel Angst. Und die Beschleunigung ist eher so. Ja, ich kann mich daran erinnern, wie wir das erste Mal gefahren sind, wo Vanessa geschrien hat. Ich wusste gar nicht, was passiert. Ja, weil ich mich erschrocken habe, dass das plötzlich so schnell losging. Ich habe ja sowas noch nie erlebt vorher. Das ist unfassbar. Ich gucke jetzt gerade, ob da noch irgendwo eine Bank frei ist. Nee. Ja, doch, da hinten. Nee, dann gehen wir hier gerade weiter. Ja, wir sind zwischenzeitlich nochmal geisterisch gefahren. Und danach. Eine Mami vor uns, die hat das Kind so richtig so weggepackt. So, nicht gucken, nicht gucken. Also ich weiß nicht, ob das Kind so viel Angst hatte oder ob die Mutti Angst hatte, dass das Kind Angst hat. Oder beide. Oder alle hatten Angst. Alle hatten Angst. Ja, sind schon ganz panisch eingestiegen, ja. Geist. Dann sind wir noch. Ja? Darf ich mit ins Video? Ins Video? Ja, klar. Hallo! dann. So, und dann sind wir ins Schlösschen eingestiegen. Dann sind wir noch ins Schlösschen eingestiegen und zwar in Mystery Castle. Ist ja einer meiner Lieblingsattraktionen. Wo müssen wir denn jetzt schon wieder lang? Gerade rüber. Gerade rüber. Eine meiner Lieblingsattraktionen. Ist auch mein Lieblingsfreifallturm, weil es halt mich so auch mal begeistert. Weil ich da nicht mehr so viel Angst habe und weil ich das Beschleunigen ja mag. Auch nach oben. Auch nach oben, ja. Und Vanessa hat mir gerade erzählt, sie würde gerne hier mal arbeiten. Ja, ich habe auch, ja, wenn man das alles so erlebt so, und man will irgendwie gerne so mitwirken an dem Ganzen. Das heißt, dass man hier als Gärtner sich um die Bepflanzung kümmert, aber auch einfach dieses Ganze drumherum. Finde ich Wahnsinn. Im Hotel irgendwie eine Empfangskraft. Wir machen das alles so gut hier, so herzlich. Dann sind wir durch. Da war noch ein lieber Mann, der uns nochmal eingewiesen hat, wo was ist. Oh, es sind so liebe Leute und diese ganze Atmosphäre hier, wäre ich auch gerne mal mit dabei. Ja, ja. Ja. Kann ich mich, da sehe ich mich. Ne? Da sehe ich mich. Da seh ich mich. Also, ja, zumindest für einen Tag oder für, weiß ich nicht, weil wir wohnen ja ein bisschen weiter weg. Ne? Ja, mit so einem Praktikum mal. Ne? Ja. Das wäre ja schon was. Ne? Ja. Wäre schon cool. Also, ja, schöne Grüße nochmal an den herzlichen Mann, der uns bei Charles Lindbergh nochmal eingewiesen hat, nochmal. War sehr ausführlich. Wo es längst ging, ja, sehr lieb. Der hat mir auch schon gewunken, als wir oben auf der Plattform waren, dann hat er schon hochgewunken. Ja, total ja, cool. Ja, der war super. Ja, es hat Spaß, hat Spaß gemacht. Ich gehe gleich erstmal auf Toilette. Okay. Du musst gleich auf Toilette? Ich muss gar nicht, aber und okay. Danach fahren wir Taron. Dann fahren wir Taron und dann essen wir Türkchen. Was machen wir? Törtchen. Ach, Törtchen. Ja, Törtchen, dann machen wir Kaffeezeit, weil eine Kleinigkeit essen will ich noch. Ja, und Instagram ja auch bespaßt werden, ne? Instagram, da muss man was machen, ne? Da muss man was die machen, Leute ja. Warten. Die Leute warten. Wir haben ja schon ein bisschen was gefilmt und alles für Instagram, aber ich habe es noch gar nicht gepostet. Können wir dann machen, wenn wir Törtchen essen. Ja. Ja, genau. Morgen haben wir ja Dreh. Erstmal hier genießen, erstmal mitnehmen.
Ja, genau. Jawohl. Heute ein bisschen drehen und morgen haben wir drehfrei. Morgen drehfrei. Freifahren? Dann machen wir Nummer. Drehfrei. Drehfrei. Dann mache ich aber nur mit der Kamera noch ein paar Fotos vielleicht. Das lasse ich heute. Keine Zeit dafür, keine Zeit. Nein, genau. Wir machen ein paar Bilder oder was. Morgen würde ich auch wieder ein paar Bilder machen oder ein paar kleine Videos, aber mehr auch nicht. So, weiter geht's, oder? Oder hast du noch was zu sagen? Achso, ich wollte dich noch was fragen. Ja, lass mich noch mal kurz überlegen. Du hast schon mal ein Praktikum gemacht. Ja, achso, ja. Habe ich schon mal. In der Marketingabteilung war ich schon mal einen Tag nur. Ich habe mal geguckt, wie das so. Da? Ja, Marketing machst du da, Social Media beantworten. Ich habe mir jetzt ganze Gebäude mal angeguckt. Oder wo warst du? Nee, da war ich im Hotel Matamba. Da war die Marketingabteilung da und da habe ich mir das alles mal angeguckt. Ja, das ist doch spannend. Einfach mal reingucken. Man genau. Sieht so hinten rum, wie das funktioniert hier. Ja, das würde ich gerne mal einfach mal reinschnuppern. Ja, genau. Und helfen, wo man kann. Ja. Ich habe zwei funktionierende Hände, ich kann was machen. Du kannst was machen. Ja, wir gehen jetzt erstmal auf Toilette. Erstmal auf Toilette. Guck mal, hier ist schön. Hier ist schön. Warte mal, ich kann mal so drehen. Ah, nee, wie drücke ich? So, ne? So drücke ich. So. Hier nochmal Mystery Castle. Und hier geht's rein in River Quest. Spagat. Gefahren. Welche Reihe saßen wir? Erste Reihe. Mann, hat den Glück. Ja, das erste Mal für mich. Die ist leer, die wurde gerade frisch desinfiziert. Die muss noch trocken fahren. Wir haben sie warm gefahren. Ja. War Hammer, ne? War schön, ja. Habe ich schon wieder vergessen, wie toll die ist. Wie lang auch, ne? Ja. Und diese Kurven und dann diese zwei Beschleunigungen. Also hat echt Spaß gemacht, war echt hammermäßig. Und da haben wir auch in der Q-Line, wir haben gar nicht, ich weiß gar nicht, eine Stunde ungefähr gewartet, wenn überhaupt. Ja. Wenn überhaupt. Aber es war für uns gar nicht mal so schlecht, weil. Pause auch bisschen, für uns. Ja, eben. Also wir haben dann die ganze Zeit Videos schon mal hochgeladen für Instagram und haben das genutzt. Und auch mal die Q-Line, die das schon angeguckt haben. Wir mögen ja die Details. Ja, es ist richtig toll hier. Also hier würde ich gerne wohnen. Ja. Drüben im Ruckburg würde ich auch gerne wohnen. Und Ruckburg. Ist alles so schön, ne? Ja, auch genau. Ist alles, irgendwie toll gemacht. Ein schönes Land hier. Ein schönes Land hier, ein schönes genau. Land wieder. Hey! Looping! Jetzt wollen wir Kaffeezeit machen. Ja. Jetzt essen wir Törtchen im Törtchenland. Im Törtchenland. Im Törtchenland. Genau. Da gehen wir hin. Genau. Bis gleich. Mahlzeit. Oh. Törtchen hier schön. Ja, wir haben es endlich geschafft. Tatsächlich uns was, aber es ist so viele tolle Sachen, ne, die man hier testen kann. Wir haben schon überlegt, wir sind wahrscheinlich morgen nochmal hier. Ja, absolut. Ich möchte noch die Schaumküsschen haben. Ich habe so viel gesehen, was ich sehr, sehr gerne esse. Jetzt gibt es erstmal Purple Cake hier. Ah, das ist das. Genau. Purple Cake. Mit Schokolade, glaube ich, Creme. Ich habe das. Du hast die Waldbeere, du hast was mit Nuss, ne? Ja. Okay. Alles gut aus. Und ich habe hier noch meinen leckeren Latte Macchiato. Hier ist dein Cappuccino. Das ist dein Cappuccino. Latte Macchiato mit Geschichte. Mit Geschichte. Ja, sieht toll aus. So. Dann lassen wir uns schmecken. Das decken wir mal ein. Mahlzeit. Ach so. Bitte. Dankeschön. Das ist herrlich. Das ist heute ein Kampf, ne? War der Sie? Mit dem Packen hin und her. Wahnsinn. Man hätte uns filmen müssen, wo wir bei Taron angestanden sind. Immer so. So ging es die ganze Zeit. Oh. Und ich hing noch hinten. Und du hängst noch hinten dran. Dran und am Akkuladen.
Eine Bahn kommt, bei der sie. Eine Bahn. Deine Bahn kommt auch gleich. Mhm. Nee. Doch? Nee. Ja. So, das Wetter ist etwas. Das Wetter ist etwas schlechter geworden, macht aber nichts, ja, weil wir haben immer Spaß. Ja, und was machen wir, wenn es regnet? Wildwasserbahn fahren. Wildwasserbahn was haben wir gemacht? Wildwasserbahn gefahren. Hier hast du mir den geboren. Ja, davor. Hier, das Scheckige. Ach so, ja, Entschuldigung. Ja, hier ist nochmal nass. Alles nass. Nochmal nass. Aber wir haben ja Regenponchos hier schon an. Mit so, ja, geht so. Ich habe so eine dünne Sommerjacke, aber die stimmt. Ja, aber wasserfest. Meine ist wasserfest. Aber unsere Schuhe nicht. Gar nicht. Nee, gar nicht. Guck mal hier. Nee, gar nicht. Nass. Sieht man nicht, ist aber nass. Ja, also. Wir sind davor noch Dunkelachterbahn gefahren. Dunkelachterbahn und wie heißt das andere Ding nochmal? Mäuse mit Schießen und so. Vanessa hat gewonnen mit wie vielen Punkten? Lass mich kurz gucken. Unterhalte mal die Leute. Ich heute. Genau, Maus und Schokolade sind wir noch gefahren und ich habe verloren, das kann ich jetzt schon sagen. Vanessa hat natürlich gewonnen, weil sie kann einfach besser schießen. Ich bin super gut im Schießen. Ja. Ich habe 157.000 Punkte zeigen überschlagen und du hast 122.000. Kann man das sehen? Ein bisschen höher? Nein, ich sehe das nicht. Nee, ein bisschen höher? Ja, sieht er. Ja. Ja, ja. Ich muss jetzt mal vergleichen, wie es 2019 war. Keine Ahnung. Aber ich habe richtig, richtig Action gegeben mit diesem Ziehen immer und Machen. Also ich konnte nicht mehr. Ich habe richtig Muskelkater jetzt in den Armen. Aber mir tat auch alles weh. Aber ich habe fast gewonnen. Ja, am Ende hast du aufgeholt. Ja, da konnte ich nicht mehr. Ich konnte nicht mehr so schnell ziehen. Da habe ich gesagt, das ist meine Chance. Okay. Du bist eher der Kontinuierliche. Ich bin zu schnell in den Sprint vorgegangen. Ja, ich sag einfach, lass sie erstmal laufen. Lass sie laufen und dann kommt Papa hinterher und gibt nochmal richtig Stoff. Ja, ja, Rekord war irgendwas mit 880.000. Wow. Weit entfernt. Ja, dann lassen wir haben wir uns überlegt, wann es regnet, was machen wir mit Wasserbahn fahren. Also ab zu Chiapas und. Ja, jetzt hat es aber ein bisschen aufgehört mit Regnen, es nieselt nur ein bisschen. Ah, schade. Also, was machen wir nun? Kann man ja nichts mehr machen hier. Doch, wir können gar nichts geht mehr hier. Wir können noch Black Mamba können wir noch. Achso, dann können wir jetzt mal gucken. Dann können wir da mal gucken. Black Mamba war vorhin ein bisschen voller, deswegen haben wir gesagt, ja, nee. Ja, aber jetzt ja vielleicht. Ja, und dann fahren wir jetzt Black Mamba. Doch, machen wir jetzt Black Mamba. Ja, genau, richtig. Und dann müssen wir auch noch einchecken und alles. Ne, haben wir ja schon. Ja, aber Zeug holen. Zeug holen, genau. Zeug holen und Zimmer gucken. Und Zimmer gucken, das zeigen wir euch natürlich auch. Da ist Vanessa dran mit Hotel Check oder Zimmer zeigen. Hotel Schnellcheck. Ja, mach ich auch noch. Ihr macht hier den Langsamcheck. Genau, ihr macht den Langsamcheck. Also, ja, weiter geht's. Ne? Oder hast du noch irgendwas zu sagen? Oder? Nein. Nein. Ah, hier. Yeah. Jawoll. Thank you.
So, ihr lieben Achterbahnmäuse, wo sind wir jetzt? Kurz vor der Kapsel. Ich werde hier schon mal präsentieren, was es sich alles zu bieten hat. Wir wollen auf jeden Fall jetzt nicht gestört werden. Ich werde das schon mal so einstellen. Wir wollen nämlich in Ruhe ausschlafen und es soll ja keiner stören. Einmal ausschlafen in der Tour. Ich habe hier die Karte und meine Tasche. Ich weiß nicht, ich mache erst die Tür auf. Und los. Oh, gut, gut, gut. Los. Los. Oh, da schaffen wir keine Liegestütze drin. Okay, ich gehe mal rein. Halt die Tür. Mal durch. Oh, Wahnsinn! Das ist ja ruhig. Mach mal, guck mal hier. Bin ich hier irgendwie. Oh, das ist ein voll lustiger Lichtschalter. Kommt rein! Kommt rein! Wisst ihr, wie der Lichtschalter aussah? Hier. Und pass auf. Zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Und was haben wir hier? Eine Klimaanlage. Eine Klimaanlage? Selbst. Weißt du, was noch hier komisch ist und witzig ist? Hier. Das pass mal auf. Was? Oh, das ist aber wirklich klein und kuschelig hier. Mann, oh Mann. Ist ja auch eine Luftkapsel. Was ist das? Was ist hier? Ich lege die Karte. Aufpassen, die Karte lege ich hier hin. Reach close, Mac. Hamaya, Maya! Handtücher. Hier sind die Badehandtücher. Hält auch. Ich schlafe wieder links, würde ich sagen. Hier ist ein wunderschöner Fernseher. Mal sehen, was der alles kann. Vielleicht kann er nur dieses Bild. Oder er kann richtige Programme zeigen. Das lassen wir das auch schön. Ach, toll. Wir können jetzt immer noch einen Moment Fernsehen gucken. Ich würde ja gerne noch mehr zeigen. Hier ist noch ein Mülleimer und ein kleiner Hocker. Und da vorne ist die Zeitung, die werde ich euch mal besorgen. Warte mal, also mal den Ton aus. Warte mal. Jawohl, der erzählt hier schon wieder, ne? Hier ist noch die Zeitung. Schaut mir mal über die Schulter. Die ist cool gemacht. Speisen, die glücklich machen. Fly, der Traum vom Fliegen wird wahr. Eine neue Welt ist entstanden. Charles Lindbergh Hotel. Oh! Ja, das kann man hier erleben. Ich blätter das nochmal für mich durch. Ich will euch alles verraten hier. Oh, Wahnsinn. So, das lasse ich auf Lars Bett liegen. Hier, das finde ich auch schönes Licht. Ne? Und das aber hier. Das ist mein Tuch. Mein Schnuffeltuch. Das ist da. Oh, guck, meine Brille. Irre. Das ist ja Wahnsinn. Und jetzt? Hab ich auch eine Brille? Ich habe keine Brille. Nee. Aber du fliegst so, ja auch. Wir kommen uns mal ganz nah und jetzt drehen wir uns. Wir drehen uns. Wir drehen uns. Wir drehen uns. Tada! Sehr schön hier. Wir machen mal auf. Nee. Jetzt. Ja. Und hier sehen Sie die Bahn. Das ist Fly. Fly fährt gleich los. Das ist unser Auto. So, machen wir rum hier wieder. Ah, das Waschbecken sieht aber auch schön aus, ne? Gibt's ja auch Licht. Bestimmt. Tata! Hier sind nochmal Handtücher und ein Föhn. Alles, was man braucht. Zahnputzbecher. Ich rieche mal kurz an der Seife. Ich will mir die Hände waschen. Ah, da ist zitronig. Zitronig. Wunderbar. Regendusche. Herrlich. Gut, wir waschen uns mal eben kurz die Hände. Sehr wichtig auch in Zeiten, ne? Ja. Man matscht ein bisschen. Naja. So, das ist jetzt meins. So, hier. Und jetzt gehen wir duschen. Oh, guck mal, wie süß das hier ist mit dem Handtuch da unten. Oh. Ah. Eine Regendusche. Eine Regendusche. Oh. Toll. Und was hier oben? Ist hier oben die Heizung? Oh, haben sie auch clever gemacht, ne? Ich würde das allgemeine Handtuch jetzt mal kurz hier so hinlegen. Ja. Handtuch für die Hände. Noch nie nicht gemacht, ne? Guck, hier sind noch Bilder. Hast du die schon gesehen? Nee. Auch die alten Schalter. Hat man, warte mal.
Die hier? Ja, genau. Wir machen das kurz. Ja, das nochmal an. So alte Schalter, richtig, ne? Also, das ist doch schon echt toll gemacht. Wahnsinn. Ja, das wird eng hier. Wenn wir Liegestütze machen, morgen das machen dann so morgen. Längs, ne? Ja, dann können wir die Kamera vielleicht. Ich habe ja noch ein Stativ, glaube ich. Bevor jetzt ja schon viel. Jetzt ja viel, ja. Ja, super. Nein, wir filmen uns doch nicht beim Sport. Wir sind doch keine Fitnessblogger. Mann, nee. Das sehen wahrscheinlich nur Funfair-Blog-VIPs. Oh, das sind alle anderen traurig, ne? Dann müsst ihr halt den Funfair-Blog-VIP-Status kaufen. Ach so, ja, schön mit der nassen Hose lieber auf Lars Bett. Ich war auch schon auf deinem Bett. Ach, was? Ach, was? So. Nochmal kleine, oh, wie sehe ich denn aus? Oh, es hat angefangen mit Regnen. Ja, das ist ein kleiner Funfact nochmal. Wir waren ja gerade noch beim Deep in Africa. Und dann haben wir uns entschlossen, noch eine kleine, weil wir haben um 20.45 Uhr einen Tisch oder 20.30 Uhr. Erstmal ging es los, wir hatten gar keine Schlüsselkarten. Wir wussten gar nicht, wohin. Das heißt, wir hatten hier schon eingecheckt, aber wir wussten gar nicht, welche Kabine sind wir denn eigentlich? Wohin denn? Wohin denn? Weil stand nichts auf der Karte irgendwie drauf. Nee. Schlüsselkarten hatten wir auch nicht. Wie sollen wir denn da hinkommen? Wir wissen gar nicht wie. Woher sollen wir denn die Tür? Gibt es da einen Code? Oh, müssen wir das jetzt an jeder Tür probieren? Wie abenteuerlich wird's denn? Genau. Also nochmal Check-in und wurde uns dann geholfen. Und alles gut. Was ist das denn jetzt hier? Was? Ja. Denn vorher, was wollte ich eigentlich erzählen? Deep in Afrika. Da sind wir Black Mamba nochmal gefahren, super cool. Wir saßen irgendwo hinten und dann wollten wir, haben gesagt, auch noch was kleines Essen, Snack oder so, Crepe, nee, nichts Süßes, irgendwas Herzhaftes. Ja, dann sag ich, komm, wir gehen mal zum Afrika-Stand. Ja, was da gerade war. Da gibt's bestimmt irgendwas. Und dann haben wir gesagt, wollen wir Chicken Nuggets? Ja, nee. Da gibt's auch so Rostbratwurst oder was war das? Geflügelbratwurst. Ja, genau, wir reden schön durcheinander. Es ist geil. Geflügelbratwurst. Haben wir es denn festgelegt und Vanessa geht hin, was bestellt sie? Wir hätten gerne die 10 Chicken Nuggets. Ja, ja. Ich guck sie an, ich sag keine Bratwurst. Ach ja, wir wollten eigentlich die Bratwurst. Nee, jetzt ist auch egal. Wollt ja gar keine Bratwurst, nee. Oh Gott. Und dann nehmen wir jetzt auch die Chicken Teile. Wir sind so fertig. Aber das hat so gereicht, so als kleiner Snack, weil wir kriegen ja nachher noch 3 Gänge. 3-Gänge-Menü. Drei-Gänge-Menü, da zeigen wir euch auch noch so ein bisschen, was wir denn da so aufgetischt bekommen. Vielleicht. Und vielleicht. Ja. Vielleicht esse ich aber auch so schnell, dass man das gar nicht zeigt. Nein, wir essen langsam. Wir essen wir sind doch immer die Letzten. Das ist doch immer so. Ja, jetzt machen wir uns aber erstmal Tisch fertig. Genau. Und hier noch ein paar Bilder. Und vielleicht noch ein Hotel. Schnellcheck! Toll. Warte mal. Ja. Das da links ist eine Kamera und da. Ja. Nee, allein hier schon toll gemacht, ne? Also hier so kann man mal irgendwie mal sehen. Ah! Was haben wir vergessen? Das haben wir vergessen. Was haben wir vergessen? Zimmer wir haben, beziehungsweise welche Kapsel. Ja, wir haben. Dann zeig aber mal schnell. Das ist ja Tradition bei uns. Ich weiß es nicht. Hier. Ich weiß es nicht. Da sind wir und da sind wir mit dem Fahrstuhl. Mit diesem Fahrstuhl sind wir hochgekommen. Und da sind wir. Aha. Und unter uns geht's direkt nach Rugberg. Aus der Kapsel raus ist direkt hier die Bahn. Kann man die sehen? Ja, wenn du die aufmachst. Da ist Rugberg. Aha. Oh, hier auch der alte Wecker, ne? Hast du schon gesehen? Was habe ich gesehen? Der alte Wecker. Ein Wecker, eine Uhr ist das. Wie die klingelt, wenn das ein Wecker ist. Ich weiß nicht, wie der ausgeht. Nee, ist kein Wecker. Ja, cool. So. Dann haben wir es jetzt. Also es gibt ganz, ganz viele tolle Sachen, wenn man hier nächtig ist. Willst du nochmal richtig die Mappe viel Spaß. Zeigen die Mappe. Na ganz schnell, ich suche sie. Ja. Das kriegt man ja da. Kriegt man einmal einen Plan, der hier noch ist. So, da ist noch die zweite Karte. Und dieser Plan sagt einem, wo der Plan lang geht. Wow. Sehen Sie da alles, wo alles ist. Und hier ist auch nochmal, wo die Kapseln sind, wo es lang geht und ganz einfach erklärt. Könnt ihr euch selber nochmal erklären lassen. Die machen das sehr gut, die Mitarbeiter. Hier, ich habe alles verstanden, was ich wann wo tun muss. Hier gibt es auch sehr viele schöne Postkarten. Die verschicken die vorne im Hotel. Hätten wir auch gleich abgeben können, ne? Ja, machen wir gleich. Kommen wir ja eh gleich vorbei. Ne? Ja, Ja, sehr schön. Wir haben die schon beschrieben. Die ist beschrieben. Die ist beschrieben. Ja. Und hier noch. Ja, so sieht's aus. Also falls ihr jetzt nichts gesehen habt auf der Aufnahme,
So ist es da. Schön. Was haben wir noch? Das hier ist noch so ein Notizbuch. Mit sämtlichen Sachen, kleinen Infos, aber du kannst auch wirklich irgendwo Notizen machen. Hier sind zwischendurch Notizblätter. Ich lasse mich lügen, da waren wirklich Notizblätter dabei. Ja, zum Beispiel. Aha. Ein leeres Blatt. Ja, das ist auch noch mit dabei. Und eine sehr schöne Mappe, beschriftet mit Müller und man darf sie mit nach Hause nehmen. Mhm. Super, jetzt hätte ich nur noch gerne so einen Helm mit so einer Brille und das passende Outfit dazu und dann bin ich fertig hier. Und dann kann Hose. Ich einziehen. Ja, die Hose gehört zum Outfit dazu. Ach so. Die wünsche ich mir. Ja, so eine Operator-Hose so mit ganz vielen Knöpfen. Na gut, auf geht's. Sehr gerne. So, wir befinden uns jetzt hier in der Bar. Was? In der Bar. In der Bar. Wir sind in der Bar und zwar in der exklusiven 1919 Bar. Bevor wir essen gehen, oh, warte mal, immer mit dem Licht gehen, habe ich gelernt. Bevor wir zum Essen gehen, wollen wir hier nochmal eine Kleinigkeit trinken. Wir wissen noch nicht genau was, für, keine Ahnung. Hier gibt es ja auch so Biertasting, habe ich gehört. Ich gehe mal hier mit. Ah, sieht schon cool aus. Was denn? Was? Noch draußen sitzen da. Mach mal einen Schwenk. Oh. Stimmt. Ah, guck mal hier. Ach so. Cool. Guck mal hier. Ja, mach mal. Ja. Lass schon drauf. War schon cool, ne? Ja, sehr cool. Ich hole gleich die Kamera raus, damit ich noch ein schönes Foto machen kann. Ja, genau. Diese Touris. Oh, echt dumm. Oh. Ja, wie gesagt, wir trinken nochmal eine Kleinigkeit. Eine kleine Spritzigkeit. Genau, bevor wir dann 20.30 Uhr zum Tisch gehen. 20.45 Uhr. Was? Achso, 20.45 Uhr. Habe ich schon wieder vergessen. Prinzipiell. Genau. Prinzipiell habe ich die Zeit im Kopf für. Oh. Jetzt wird sie die Kamera wieder raus. Jetzt machst du erstmal wieder ein schönes Foto. Gucken wir mal. Hier gucken ist immer dunkel. Dunkel kann sie nicht so gut. Ja, wir schauen mal. Immer mit dem Licht gehen. So, nach einer ausgiebigen Beratung von Dominik haben wir. Vanessa wollte eigentlich einen Cocktail irgendwas haben. Und dann hat sie gesagt, ich möchte irgendwas Süßes haben. Nicht ganz süß, aber so ein bisschen süß. Und dann durften wir hier dieses Bier probieren. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe schon wieder vergessen. Hier, Fernsehen ist nichts bestellt. Nee, überhaupt nicht. Macht gerade für Insta irgendwie was. Ja. Und da haben wir jetzt hier so ein süßes Bier kann bekommen. Das ja, mach ich. Keine Ahnung, haben wir gleich das Große genommen. Eigentlich wollten wir eine Kiste bestellen, gab es aber nicht. Das ist echt Wahnsinn, guck das an. Also hier zig Biere und er kennt sich lecker. Irgendwie aus. Ne? Oh, ich bin ja da. Ja. Übrigens, wir haben Partnerlook. Ja, wir sehen aus wie so ein Golfer-Ehepaar. Mein Gott. Und dann unfassbar, noch so ein rosa Drink, so beide das Gleiche. Hier wie Zwillinge schon den ganzen Tag. Alles. Alles. Schlecht. Passt, oder? Schön. Prost, schön. Zum Wohl. Lass es schmecken. Belgisches Bier, hast du gesagt, ne? Belgisches Bier? Belgisches Bier mit Fruchtmische drin. Ja, mit... Ja. Boah, das schmeckt aber echt gut, ne? Ja, da ist, glaube ich, irgendwie Kirsche drin und noch irgendwas. Ja. Oh, lecker, du. Also... Schmeckt mir hervorragend, ja. Und nachher brauche ich aber wahrscheinlich wieder was Herbes oder was Bittereres. Aber ich brauche jetzt, habe ich Appetit auf was Süßes. Nein, diesem roten Licht hier. Oh. Guck mal hier. Hab ich schon. Hast du schon? Hast du schon gezeigt? Guck mal, du hast auch eins. Ja. Ja, schwierig mit dem Licht. Aber egal. Nein, guck mal mit dem Licht. Guck mal mit dem Licht. So, jetzt machen wir noch ein Foto für Instagram. Und dann gehen wir auch speisen nachher. Warte. Ich freue mich schon. Ich freue mich. Jetzt sieht der Vanessa für Instagram irgendwas machen. Hier wird nichts gefunden. Ist das lustig? Naja, wie auch immer. Wir sitzen jetzt hier in
Uhrwerk, genau. Da haben wir jetzt unser Drei-Gänge-Menü. Schönes Bierchen bestellt hier. Achso, du machst ja, ein Bild, ne? Ja, heb's gerne an, war sehr schön. Nimm mal eins an, ja, super. Oh, so, langsamer, halt doch mal, ich mach Fotos. Ja, ist gut. Jetzt seht ihr mal, wie Vanessa Instagram macht. So, richtig engagiert. Richtig engagiert. Super. Schön. Hab ich, ist toll geworden. Unikat. Richtig gut. Guck mal, das ist mein Bier, glaube ich, das, ne? Nein, das oder ist mein Corona. Corona? Nee. Oh Gott. Nee, aber cool, das so ist Longboard. Kona heißt es halt. Was soll ich machen? Sieht man so jetzt nicht, aber ihr könnt mir ruhig glauben. Kona. Kona. Schönes Bierchen, Wässerchen. Papa hat hier erstmal nur Bierchen. Ich hab hier Gott, mein Stuhl haut ab. Mein Stuhl ab. Ja, Vanessa wollte schon Karussell fahren. Ja, stößt mir jetzt an. Prösterchen. Prösterchen. Das brauche ich jetzt. Oh, schmeckt aber gut. Ist herb. Vanessa wollte schon Karussell fahren. Fassbar, oder? Hey, Lupe. Und ja, wir haben Drei-Gänge-Menü, ne? Habe ich schon erwähnt. Was hast du? Rindstartar, Spaghetti oder irgendwelche Pasta. Weiß nicht, ob Spaghetti sind. Weiß nicht, was kommt. Und Brotpudding mit Apfelzeug und sowas. Lecker. Ich habe, was habe ich bestellt? Green Bowl habe ich bestellt. Super. Green Bowl habe ich bestellt. Dann so ein Hähnchenburger, nennt sich aber anders. Und noch irgendwie ein Eis, irgendwie, keine Ahnung. Können wir hören nochmal. Was habe ich bestellt? Burger? Ja. Ach was? Ja, aber. Irgendein Eis. Ich weiß nicht mehr was. Seht ihr gleich, zeigen wir euch nochmal ganz kurz und dann, genau. Den werden wir wahrscheinlich heute noch ein bisschen draußen filmen. Aber sieht schon wirklich cool aus hier. Wir waren ja auch noch nicht hier drin. Sieht schon, ich kann auch so machen. Ah, immer mit dem Licht gehen. Ein sehr hübsches Ambiente, sag ich euch. Mein Arm ist lang. Hast du keinen Fuß dafür? Nö. Nee. Doch, aber habe ich im Hotelzimmer. Ja, ja. Ich kann es ja auch hinstellen, ne? Oh, gewagt. Waghalsig jetzt hier. Ja. Weiß man nicht. Aber schon cool hier mit so einem. Würde ich mich mal lieber beeilen jetzt hier mit dem Reden. Ja. Jetzt kommt gleich die Vorspeise, zeigen wir euch nochmal ganz kurz und dann gehen wir wieder in die Bar. Und dann zeigen wir auch Mittag, Hauptessen hier. Hauptessen, Nachtisch, zeigen wir nochmal ganz kurz und dann, genau. Und dann fassen wir zusammen, was wir heute Abend trinken. Tschüss. Machen wir mal Tschü. Ich kann auch sagen Tschü. Bis Danny. Danny. So, wir haben die Vorspeise bekommen. Was hattest du denn nochmal? Rindstartar. Mit anderen Kram. Oh, ja, lecker. Hier ist, glaube ich, nochmal Senf drin. Ja. Und was hattest du? Ich habe die Bowl. Naja, nice. Sieht auch lecker aus mit so einer Soße. Sieht auch sehr gut aus. Ich weiß nicht, ob ich das mit den Fingern essen darf. Du kannst alles machen, was du willst. So. Oder? Guck mal, lustig. Ich besuch's. Naja, wir essen erstmal. Mahlzeit. So, Hauptgang haben wir bekommen. Das sieht echt toll aus. Ja, wie gesagt, hier mein Chickenburger. Nee, Chickenburger, oh Gott. Oh, Vanessa hat Pommes geklaut. Ist das nicht? Ist das nicht? Das ist ein eigener Teller. Mal probieren. Mhm. So, Vanessa hat hier Brot mit. Brot. Mit Spaghetti. Tatsächlich Spaghetti. Ja, mit Chorizo, Tomatensauce, Parmesano, Basilikum, Tomate. Ah, lecker. Und los geht's. So, und ich hab hier. Na, habt ihr schon gesehen, hab ich schon gezeigt. So, Mahlzeit, Kinders. Mahlzeit. So, wir sind eigentlich schon voll. Mega voll. Na, Vanessa, was hast du da? Brotpudding mit allerlei und irgendwas mit Apfel und sieht aus wie Vanilleeis und Vanillesoße mit Zimt. Die hier. Die sind so voll. Ja, und ich habe hier das Eis. Das Eis aus der Zeitung. Und Eis ist viel weniger. Darüber bin ich auch froh, weil ich bin echt satt. Also von so einem Drei-Gänge-Menü, erstmal denkt man so, ja, das ist ja nicht so viel, aber man wird definitiv satt, also das kann ich euch versichern. Probier mal.
Blümmer. Hervorragend. Ja, ist gut. Ja, du musst das jetzt noch essen. Ja, da war los. Lecker. So, wir essen hier nochmal auf und dann gehen wir nochmal kurz raus, machen nochmal einen Schwenk und dann gehen wir spazieren. So, wir sind jetzt gerade gefrühstückt. Wir haben jetzt gerade Abend gegessen. Wir sind richtig voll. Durch auch, ja. Durch auch und war wieder ein langer Tag für uns. Was wollte ich sagen? Jetzt sind wir hier in Rookburg, können wir uns noch ein bisschen spazieren. Oh, herrlich, oder? Herrlich, guck das mal an. Sehen Sie eine wunderschöne blaue Beleuchtung. Ich kann ja mal so einen Schwenk machen. Mach mal einen Schwenk. Ich kann ja auch mal so einen Schwenk machen. Wo ihr das hier nochmal sehen könnt, wie, ja, also hier kann man jetzt noch bis 12 Uhr, war das, ne? Irgendwie so bis 12 Uhr, kann man hier nochmal so spazieren gehen für die Hotelgäste und ja, hier nochmal gucken. Ein bisschen Beine vertreten, ja, läuft noch die Mucke und alles, also richtig gut. Hat uns ja, richtig, es ist richtig gut gefallen. Ja, also es ist richtig gut gefallen. Ja, das Auto ist der Burner, ey. Ja, cool, ne? Alle ein, ja. Super geil. Ja, es ist wirklich fantastisch, was hier geleistet wurde, was hier aufgebaut wurde. Das Essen war Hammer. Das war richtig gut, das ja. Das war echt war halt, wir haben ja den spätesten Termin ein bisschen gebucht beim Essen, weil wir ja immer so lange brauchen und ich kann so spät abends nicht mehr so viel essen. Das war ein bisschen schade, aber ich habe alles probiert. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen später, weil wir immer die Letzten sind. Ja. Und sie hat auch gesagt, ne, die wusste auch sofort unseren Namen und sagte, das sind die Liste. Ja, das sind die, die sind. Ja, genau. Und soll ich dir helfen mit dem Arm, oder? Ja, das wäre super. Lars hat schon schwache Arme. Oh. Und die leichteste Vlog-Kamera der Welt. Ja, also die geht voll. Ja, und wir waren noch super Equipment ist unten in der Videobeschreibung. Unten in der Videobeschreibung? Oh Gott. Wir sehen uns, was wollen wir sagen? Wir sehen uns morgen noch mal ganz kurz, wo wir das Zimmer von Lingbau, Hotel Lingbau euch noch mal zeigen. Weil wir haben morgen drehfrei. Ja. Prinzipiell wollen wir nicht drehen, aber vielleicht bietet sich ja noch mal. Ja, nur mal ganz kurz. So ein ganz kurzer Schwenk oder so. Ja, nur ganz kurzer Schwenk. Nur wenn du mit dem Handy, aber nicht. Also ganz kleine Sache. Also, ja. Was? Ja. Ja. Also das Zimmer zeigen wir euch noch mal und. Hat uns sehr gefallen. Dann geben wir noch mal ein Abschlussfazit morgen, wahrscheinlich auch im Hotel Lingbau. Ja. Und dann war es das auch. Vielleicht gehen wir jetzt noch mal kurz live, mal gucken. Oh, hier wird schon Licht ausgemacht. Ja, okay. Tschüss. Tschüssi, bis morgen. Jetzt habe ich schon wieder Tschüss gesagt. Naja, du sagst immer Tschüss. Ich winke auch immer gerne, aber gerade habe ich die andere Hand in Benutzung in meiner Jackentasche. Ich kann dir auch mal sagen Hallo. Hallo. In Benutzung in der Jackentasche. Klingt ja komisch. Komm, wir machen so einen Schwenk zu diesen tollen Lampen. Ich versuche mal einen Schwenk jetzt zu der Lampe und wir sehen uns morgen. Tschüss. So, wir sind jetzt im Hotel Lingbau, in unserem fünften Hotel, glaube ich. Oh. Wir wohnen im zweiten Obergeschoss. Zimmer Nummer 258 war das, ne? Jawohl. Ja, ganz hinten durch. Ganz hinten durch. Kommt mit. Sehr schön hier mit dem Rot. Elegant. Oh, ui. Schön aus, ne? Erinnert auch an andere Etablissements. Spaß. Ja. Ja. Hallo. Hallo. Ein bisschen. Wir sind ein bisschen albern jetzt. Wir haben gerade gegessen. Und wir sind so randvoll. Ja, frag mal Vanessa. Dann wären wir immer albern. Ich bin wirklich. Also mehr geht nicht hier. Vanessa, mal kurz rum. Oh, ich muss mich fast übergeben hier, weil ich zu gierig war. Das interessiert die Team natürlich alle. Blick. Oh, ist meine Tasche schwer? Wie weit denn noch? 219 ist? Oh, mir fällt gleich der Arm ab, ey. Fast krank. Oh, ja, jetzt können wir gleich wieder was essen. Jetzt ist gleich alles verbrannt hier. Ich schnauf schon wie beim Wandern, ey. Da brennt der Arm. Weiter hinten geht nicht, oder was? Meine Güte, ey, mit der Maske. Ja, links. Links. Weiter geht's, weiter geht's. Ungeahnt groß dieses Hotel. Halt, stopp, ich muss die Finger wirklich anders machen. So, das schneidet so ins Fleisch. Mein Fleisch. Mein Fleisch.
Okay. Wir sind da. 258. Ein bisschen dunkel, aber hier steht wirklich 200. 58. 50. Passt sogar. Oh. Mach das so. Ah. Oh. Herrlich. Deine Tasche da aber schön ab. Ich setz meine Tasche ab. Keine mehr. Eine Anstrengung hier. Ja, ich setze mal auch hier die Maske ab. Ich will hier gar nichts verraten. Ich laufe links. Gut. Fenster. So, fangen wir. Wo fängst du an? Wo fange ich denn an? Ich lege jetzt mal die Karte hier hin. Schlüssel hier, die Schlüssel dahin und meine Jacke lege ich hier hin. Erstmal hier einrichten. So. Erstmal hier einrichten. So, jetzt machen wir erstmal alle Lichter an, wie wir es immer machen. Der falsche. Das war das jetzt aus. So. Also, fangen wir vorne an. Wo sind wir? Was zeigen wir euch immer? Wir sind im zweiten Obergeschoss, Zimmer Nummer 258. Ah! Dort! Dort sind wir. Ja. Oh, wie gesagt, wir haben gegessen. Wir haben gerade gegessen. Oh. Bin auch richtig voll. Im Schrank. Komische Lüfte. Nicht bei mir. Was guckst du durch? An der Wand. Ach so. Handtücher. Also, hier kommt Platz. Bitte nicht stören, ne? Bist ja Bescheid. Vorsichtig, Entschuldigung. Wir gucken immer in die Schubladen rein. Ist ja keine Schublade. Achso. Ja. Verrascht. Oh, das Bett. Und das ist jetzt neu. Das ist jetzt neu. Das die Zimmer wurden irgendwie renoviert und das ist jetzt ein neues Boxspringbett. Natürlich haben wir auch Klimaanlage. Nice. Doch. Reno. Das haben wir 19 Grad. Ja, 19 genau Grad. Das, was wir jetzt haben möchten. Dann gibt es ein Etagenbett. Und das sind auch Boxspringmatratzen? Nein. Geht ja gar nicht. Boxspringbetten sind ja komplette. Ich bin ein Idiot. Ich kenne mich im Bettenbusiness nicht aus. Wir müssen auch das ist natürlich Bett. Dumm von mir. Ja. Oh, richtig cool, richtig cool. Ah, Entschuldigung. Ich finde da noch dieses Licht. Ah, so, siehst du. Das ist wirklich sehr schön hier. Schönes, ne? Schönes Zimmer, ja. Wahnsinn, dann haben wir hier. Luxuriös auch, ne? Guck mal, hier ist so eine. Nee, zum Hinsetzen. Zum Hinsetzen. Cool, ne? Flasche Mineralwasser gratis. Gratis. Hier, die Zeitung, siehst du? Hier ist sie wieder. Zum Mitnehmen. Die Gazette. Riesiger Fernseher. Der ist aber echt groß. Der ist echt groß. Der ist, glaube ich, genauso groß wie meine Zuhause. Ja. Nur, dass mein Raum dann auch zu Ende ist, wo der Fernseher endet. Wie gesagt, gerade gegessen. Eine Couch. Couch. Wo wir uns gleich nochmal hinsetzen können. Wir müssen ja auch noch Sport machen, ne? Ja, hier ist aber wenigstens ein bisschen Platz für Sport. Aussicht ist Richtung Parkplatz, glaube ich. Ja. Richtung Parkplatz. Dann ich mich mal hier so ein bisschen. Ja, genau. Richtung Parkplatz, jawohl. Richtung Parkplatz. Ein Auto steht da noch. Da ist kein Parkplatz. Da links. Ja. Wirklich nichts mit Parkplatz hier zu tun. Nee. Dann haben wir wieder Etagenbett. Dann schauen wir mal ins Badezimmer. Da oben müssen wir noch, oder? Ach, wir nach dem Essen. Ja, also richtig im Bierbauch. So fühle ich mich gerade. Und so würde ich mich gern fühlen. Aber ja. Nee, ich fühle mich eher so randvoll. Also ich kann mich kaum bewegen. Bah. Bah. Dann haben wir das Badezimmer. Was hast du denn wieder gemietet hier? Die King Suite? Das ist ein Standardzimmer. Ein Standard? Das ist Standard. Ja, das Standard. Ist Standard, meine Freunde. Hier, ja, schöne Dusche. Oh. Und die Seife, die ist mega. Das ist natürlich blöd, ne? Keine Badewanne. Das ist natürlich jetzt hier nichts. Ja. Das ist natürlich. Aber das ist schön hier, wenn man einfach so. Gut, hat man auch nicht viel von, wenn man da unter der Dusche steht. Wo willst du hingucken? Aber Ambiente? Ambiente ist das super. Dann haben wir hier die, wie gesagt, die coole Seife. Ich stütze mich hier richtig ab. So. Huh. Kosmetik. Kosmetikspiegel. Was haben wir hier in den Schubladen? Du wisst ja, wie ich filme. Immer so, ja, ich filme. Ja, wenn ich gucke, wie man das hier filmt, weißt du? Das stell mich hier nicht irgendwie. Warte mal, bleib mal so. Wir machen mal für Insta, da könnt ihr das Foto auf Insta sehen. Wir machen mal ein Live-Foto. Ja, das dauert jetzt wieder. Er hat das hingekriegt. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie Vanessa filmt,
dann müsst ihr auf Insta gucken. So, wir haben hier 5. Also, ich filme auch mich. Ja. 5. Nix. Spaß, ich filme schon hier, was du magst. Oh, hier schön. Ah, eine kleine Treppe für mich, damit ich auch ins Waschbecken komme. Ja, genau. Super. Mit Mülleimer. Ja, schöner großer Spiegel. Sehr so schön. Eine schöne Farbe. Ich glaube, ich möchte auch eine blaue Wand haben. Mhm. Vor allem die Seife ist mega. Hier ist auch immer gut, diese Spiegel, die hier so... Warte mal, ich muss jetzt die Kamera gucken. Kuckuck! Komm, es ist sehr nah. Sehr nah. Aber schönes sehr Zimmer. Schön hier. Sehr schönes Zimmer. Richtig schön. Das passt auch sehr gut farblich alles. Richtig entspannend, erholsam. Ich würde sagen, setz dich mal nicht so rum hin, sondern wir gehen mit dem Licht. Ach ja. Ich sitze hier. Ja. Ich kann euch ja hier hinstellen. Immer mit dem Licht gehen. Das hat ja Lars gestern auch sehr waghalsig gemacht. Oh! Schön auf den Mark, schön drauf pressen. So. So. Ist da ein Fleck da oben? Nein. Natürlich ist da ein Fleck. Ja, ist ein Fleck. Ja. Warte mal, ich muss mal. Diese eine Fussel. Jetzt ist er weg. Hab aber wahrscheinlich gar nicht gesehen. Was ist mit meinem Haar hier los? Du bist echt schön, ganz schön. Ja, die ich habe heute nichts gemacht. Wir sind auch heute im Urlaub. Ja, stimmt, wir waren heute wir waren heute privat im Park und haben nicht gefilmt. Ein bisschen haben wir auf Insta noch gemacht. Ja, Fotos waren in Ordnung, war die Regel. Fotos war genehmigt. Ja, Fotos waren okay. War okay. Ja. Ja, das war toll. War echt toll. Zwei Tage Phantasialand gewesen. Wir haben noch Joelle Löffelhardt noch getroffen. Liebe Grüße nochmal. Ja, liebe Grüße. Auch für die Reservierung für die Showplätze. Ja. Oh, oh, die Show war auch toll, ne? Ja. Da hat man ja auch immer Pipi in den Augen und Gänsehaut und dann knallt da richtig die Musik und Akrobatik und Gesang. Also ich finde es perfekt abgerundet mit allem. Das ist der Wahnsinn. Die Show, also die Akrobatiknummer nicht zu lang, nicht zu kurz. Es passiert die ganze Zeit, was du bist die ganze Zeit irgendwie erstaunt, was da los ist, ey. Ja. Ja, und... Eigentlich wäre ich da gerne nochmal ein zweites Mal reingegangen heute, aber naja, haben wir jetzt nun auch nicht geschafft. Wir wollten ja auch noch ein bisschen was fahren und brauchen immer so lange. Genau, wir brauchen leider immer so lange. Ja. Wir sind ja noch, was haben wir da heute noch gefahren? Ich sage immer Tingeltangelbob. Tingeltangelbob? Ticktal, nee. Ticktal. Wie gesagt, wir haben gerade gegessen. Ticktal, nee, Tikital. Mann, wie heißt das denn? Tikal. Diesen Mini Freefall Tower gefahren. Dann sind wir noch hier Colorado Adventure gefahren. Oh, immer wieder lustig. Ja, diese drehenden Bahnen im Indoor. Ja, genau. Wie heißen die? Vinyas 4, glaube ich. Genau. Man weiß ganz genau. Ja, natürlich. Ja, dann sind wir zweimal Fly gefahren, heute morgens direkt und jetzt zum Abschied dann noch. Heute Morgen sind wir noch gefahren, vierte Reihe. Und dann nochmal jetzt, vorhin nochmal das zweite Mal. Vorm Essen. Schöne Grüße nochmal an den Ride Operator. Ich weiß leider nicht seinen Namen. Der hat uns irgendwie erkannt und dann hat er uns gefragt, ob wir mal S-Reihe fahren wollen. Ja. Durften wir, haben wir gemacht. War super. Love. Also es ist ein ganz anderes Gefühl tatsächlich vorne, weil du dann alles besser siehst. Ich habe in der vierten Reihe heute Morgen schon gesagt, Lars, guck mal runter. Es ist richtig cool, wenn dann siehst du viel mehr. Und er so, nee, da wird mir schlecht. aber du musst es doch sehen. Das ist doch so. Und in der ersten Reihe, wenn du vorwärts guckst, dann siehst du wenigstens alles. Also das war schon cool. Wurde der auch schlecht? Nein. Geht. Eine Ohrring hat mir gereicht. Also das war eine Bahn, die macht mir nicht schlecht. Oh, guck mal, ich habe nur einen Ohrring. Das ist jetzt hier, hoffentlich fällt es keinem auf. Jetzt, wo du es gesagt hast, bestimmt nicht. Schreib's mir in die Kommentare, ich sehe nur einen Ohrring. Ob dir das vorher aufgefallen ist. Ja, ist mir ja muss ich gleich reinmachen. Einen habe ich verloren, aber ich habe ihn noch gehabt. Also ich habe ihn nur aus dem Ohr verloren. Ah ja. Er ist einfach aufgegangen und ich kriege ihn nicht mehr zu. Das ist aber eine Scheißprobleme, ne? Ja, das sind Probleme, die man hat. Ja, da würde ich erstmal eine Beschwerde schreiben an die Ohrringhersteller. Oh. Ja, genau. Was sind wir noch gefahren? Haben wir da irgendwas geschafft? Einige Leute getroffen, viele Leute getroffen. Grüße nochmal an alle, die wir kennen oder auch nicht kennen.
Oder auch nicht. Weil die, die wir nicht gekannt haben. Was war denn noch? Was haben wir denn noch gemacht? Ich glaube, mehr haben wir gar nicht geschafft, ne? Wie gesagt, ansonsten haben wir in der schön lecker in der Taverne gegessen. In der Taverne jetzt nochmal hier dieses Schnitzel für zwei reingebrezelt und einen halben Liter Bier und noch eine Wasserflasche. Und eine Wasserflasche. Und der Magen war hier. Bei Vanessa, ja. Was ist das? Ein Geist. Der jetzt gerade aus der Truhe gekommen ist. Ja, war echt cool. Was haben wir noch gemacht? Ich glaube, das war's, glaube ich. Noch. Ah, Mystery Castle sind wir noch gefahren. Mystery Castle. Ja, sind wir nochmal gefahren, und zwar das lange Fahrprogramm. Mhm. Programm 3 ist das, glaube ich. Ja, und mehr haben wir tatsächlich nicht geschafft. Wir haben es ja auch ein bisschen gemütlich angelassen. Da waren wir noch in Törtchen und Co. Mit Joel Löffel hat nochmal. Ja, nochmal ein paar Eclairs gegessen. Genau. Und, Schaumküsse, und gestern hatten wir ja die Törtchen. Mhm. Das ist alles sehr lecker. Ja, ja. Da würde ich mir öfter mal so ein paar kleine Sachen holen, ne? Ich auch. Würde ich mir sogar direkt bestellen. Ach, ja, vielleicht ziehen wir doch um. Ja, vielleicht ziehen wir. Stimmt. Vielleicht ziehen wir um, aber dann sind wir ja richtig oft hier. Da sind wir ja, nur hier. Ja, ich oft hier. Na, ja. Dann wären wir nur dann hier. Wir wahrscheinlich dann würden wir gar nicht mehr rumreisen. Wer weiß es? Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall war es ein gelungene zwei Tage, ein schöner Urlaub heute und gestern ein schöner Drehtag gestern. Ja, genau. Genau. Und morgen drehen wir nochmal. Das heißt, wir machen jetzt gleich nochmal Frühsport. Das seht ihr, wenn... Jetzt gleich Frühsport. Frühsport. Spätsport. Spätsport. Wir machen noch Spätsport, weil wir heute Morgen erstmal alles sacken lassen hier. Ja, ich hüpfe jetzt hier nicht, ich mache jetzt hier keine Hampelmänner. Dann ist hier alles vorbei. Dann geht's hier los. Oh Gott. Ja. Nee. Aber geht gleich wieder, ist schon wieder runter. Ja? Ja. Bei dir geht's schnell. Immer erst mal, wer ist so schlecht, ich muss spucken. So bisschen, und dann zwei Minuten später, auch geht wieder. Ah ja, geht wieder. Dann musst du kurz die Welle abwarten, dann war es in Ordnung. Ne? Ja, ja, genau. Ich bin dann sensibel. Ja. Mhm, du bist ein Sensibelchen, ne? Das Essen, ja, nee, geht ja. So. Aber wenn, dann entweder ganz oder gar nichts. Oh Gott. Wir müssen morgen früh wieder hoch, weil wir müssen um 6 Uhr... Wann habe ich das Frühstück gesagt? 7.15 Uhr, ne? 7.15 Uhr. Ah, 6.15 Uhr müssen wir... Ah, doch, 6.15 Uhr müssen wir aufstehen. Dann brauchst du immer so lange im Bad. Pff, brauchst manchmal dreiviertel Stunde. Ja, weil ich gemütlich bin. Mm. Einfach nur duschen und fertig machen, ist da keine Option. Nee. Nee. Ja, muss man noch rasieren und ja, und das dauert immer alles. Ja. Ja. Weil morgen sind wir im Moviepark Germany, freuen wir uns auch schon sehr drauf. Und das sind wir morgen dann. Und dann ist die Sommertour auch schon wieder rum. Dann ist die Sommertour. Keine Sorge, ich werde dich nicht fragen, was fandest du das Beste, was waren deine Highlights. Ah, wie geknackt. War wieder der Geist. Will ich dich nicht fragen, sondern das ist ja auch bei mir... Du wüsstest es ja auch nicht. Ah, was wollte ich eigentlich jetzt sagen? Schnitzel. Schnitzel. Boah, ich bin so jetzt voll, jetzt kommen ne? die Outtakes, wolltest du sagen. Ja, genau. Jetzt kommen die Outtakes und ich muss nämlich jetzt schon auch auf Klo. Du auch, ne? Nö, jetzt geht's. Abholen musste ich hier, Herbert. Ja, es schlug ich runter. Ja, Pullern kann ich aushalten, ja. Ja, genau. Unfassbar, oder? So, jetzt kommen die Outtakes. Macht's gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video, jetzt kommen die Outtakes. Tschüss. Ich drücke jetzt einfach mal auf Play, dann kann man immer noch die Haare sortieren. Ich habe auf Pause gedrückt. So, jetzt nochmal drehen. Nee, ich habe das andere schon drauf. Alter. Oh. Achso, immerhin Schwenk. Schwenk. Ach, wir machen keinen Schwenk. Tschüss. Keinen Schwenk. So, gerade Tarun gefahren, und zwar, wo saßen wir? Ganz vorne! Erste Reihe! Das war das erste Mal für mich. Ist da ein Fussel drauf? Warte. Ich mach dreh nochmal. Ah ne, warte. Warte. Das nehme ich schon auf. Nee, doch. Wo bist du denn? Da bist du. Ich komme aus dem Off. Unfassbar, oder? So, wir sind hier. Wo sind wir denn? Vanessa wusste gerade. 1, 2, 3. Das ist ein unendliches Ding. Hey, toller Schmeck. Das Coolste ist das. Das war irgendwie so ein Schmeck. Na! Cut! Ha! Schuhe aus! Wo muss ich denn drücken?